Herzlich willkommen zum nächsten Adventskalender-Video auf diesem Kanal. Die Todesfee. In den irischen Sagen und Legenden gibt es eine Gestalt, welche die Todesfee genannt wird. Es ist eine große weibliche Dürregestalt mit einem lockeren Kleid, welches bis zum Boden reicht. Sie hat einen markergreifenden Schrei, der ebenso traurig ist, sodass er das Blut in den Adern gefrieren lässt. Ihre traurigen, verquollenen Augen bilden das übrige Bild der Todesfee. Es wird berichtet, dass sie bei begüterten Familien Einzug hält und ihre Erscheinung selbst ist sehr gefürchtet. Sie steht des Nachts an den Häusern, in denen jemand sterben wird. Nähert sich ein Besucher dem Haus, so zeigt sie mit ihrer knochigen Hand auf das Haus, in dem jemand sterben wird. Zudem schreit sie gar jämmerlich. In einigen Erzählungen wird der Besucher sogar leicht schwebend zu dem Haus geleitet, während die Todesfee ihr jämmerliches Klagelied singt und dabei in die Hände klatscht. Aber als sei dies nicht schrecklich genug, geht manchmal eine weitere Gestalt der Todesfee noch mal ein bisschen voraus. Und zwar hören die Bewohner des Hauses Hufklapper und knarzende, quietschende Räder. Blicken sie aus dem Haus heraus, sehen sie in einiger Entfernung einen Wagen, der als einzige Ladung einen schwarzen Sarg trägt. Die Pferde jedoch sind allesamt geköpft. Dies war die irische Legende zur Todesfee. Vielen Dank, dass ihr mit eingeschaltet habt. Und morgen gibt es die nächste Kurzgeschichte in dem Adventskalender-Video. Bis dahin und alles Gute. Euer PE Chris. Ciao.